uns Clubfans und herzlich willkommen bei Club Couch. Heute zu Gast ist der Felix Lohkämper. Felix, wie geht's dir? Mir geht's gut und dir? Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Kann das starten. Felix, wir haben jetzt im Pokal hier leider verloren gegen Lautern. Die beiden letzten Spiele auch in der Liga. Ja, woran liegt's zurzeit? Ja, gute Frage. Ich glaube, man sieht es in den Spielen, dass wir gerade irgendwie in so einen Strudel reingekommen sind. Wir sind auch irgendwie gerade ein bisschen verunsichert und da gilt es uns jetzt einfach irgendwie rauszuziehen. Also ja, wir haben einfach auch zu viele Gegentore jetzt bekommen in den letzten Spielen. Vor allem in den letzten zwei Spielen waren wir auch einfach zu ungefährlich nach vorne hin. Also sowohl hinten als auch vorne passt gerade nicht so. Ich glaube, wir müssen gegen Elversberg einfach wieder versuchen, ein positives Momentum zu schaffen, um da wieder rauszukommen. Liegt es auch daran, dass die Gegner jetzt mittlerweile besser auf euch eingestellt sind, auf die Spielweise? Oder ist es wirklich so, dass vielleicht ein bisschen Unsicherheit reinkam und es sozusagen von unserer Seite kam? Ja, also ich glaube generell jeder Gegner bereitet sich natürlich vor. Mit jedem gespielten Spiel weiß man natürlich schon mehr, was der Gegner will. Aber eigentlich haben wir schon eine Spielweise, wo auch wenn wir wissen, wie der Gegner anlaufen oder pressen will, dass wir da eigentlich Lösungen finden wollen. Momentan würde ich sagen, fehlt einfach die Leichtigkeit oder das auch ein bisschen ein Stück weit das Selbstvertrauen. Müssen wir vielleicht mit einfachem Spiel oder mit einfachen Aktionen wieder uns Sicherheit holen, um da bessere Lösungen wieder zu finden. Ja, am Sonntag geht es ja jetzt gegen Elversberg und alle Infos zum Gegner seht ihr jetzt im Gegnercheck. Das letzte Auswärtsspiel der Hinrunde steht an. Wir fahren ins Saarland. Unsere Gastgeber vom SV 07 Elversberg haben in dieser Saison erstmals die zweite Bundesliga betreten und sorgen wie auch schon in der vergangenen Spielzeit als Aufsteiger für ordentlich Furore. Das bislang einzige Duell mit dem Club fand 2010 in der zweiten Runde des DFB-Pokals statt. Sieger? Der erste FC Nürnberg. Dank Toren von Julian Schieber, Javier Pinola und Timmy Simons zogen wir seinerzeit mit einem souveränen 3:0 Erfolg ins Achtelfinale ein. An der Seitenlinie stand damals ein gewisser Dieter Hecking. Zuletzt musste Elversberg eine herbe Pleite einstecken. Im Berliner Olympiastadion setzte es ein 1:5 gegen die mittlerweile spürbar stabilisierte Hertha. Womöglich nur ein Ausrutscher, immerhin fegte man in der Vorwoche den SC Paderborn mit 4:1 aus der Arena an der Kaiserlinde. Gesamtstatistisch grüßen die Hausherren derzeit mit 24 Punkten von Rang 6, während Rot-Schwarz weiterhin bei 21 Zählern steht. Platz 11 übrigens. Ja, Sonntagmittag gegen Elversberg, ich habe es gerade schon gesagt. Was erwartest du da für ein Spiel? Ja, Elversberg, ich habe ein paar Spiele gesehen. Die haben auch einen guten spielerischen Ansatz. Ja, ich gehe davon aus, dass da zwei Mannschaften drauf aufeinandertreffen wollen, die gerne den Ball haben, die gerne Fußball spielen wollen, ist klar. Aber da sehe ich auch einige Chancen, ja, vielleicht auf Ballgewinne und dann Nadelstiche setzen. Also, wird auf jeden Fall, ich hoffe, ein gutes Spiel. Dann hoffen wir auf einen Sieg gegen Elversberg. Und ihr könnt den Felix Fragen stellen auf Instagram. Und die seht ihr jetzt bei Profis privat. Wir fangen jetzt mal an mit den Fragen von deinen Mannschaftskollegen. Benni Goller und Lukas Schleimer haben gefragt, bist du gut in Mensch ärgere dich nicht? Ach Gott. Ja, nee, bei Auswärtsfahrten spielen wir das gelegentlich dann im Bus. Und ja, das ist so ein Spiel, das ist so random. Also man muss logischerweise nur mit dem Finger drauf drücken und dann wird irgendwie was gewürfelt und ich habe halt irgendwie momentan ein bisschen Pech und die haben den Sechser gebucht und dürfen dann Achtbahn hintereinander würfeln und ich nie. Deswegen ist da letzte Zeit nicht so gut gelaufen für mich und für die anderen zwei besser. Aber spielst du dann am Handy mit der App? Ja, nee, der Flicky hat dann ein iPad und dann sitzen wir quasi alle vier nah beieinander und dann muss man halt aufs iPad tippen quasi. Okay. Also du mit wem jetzt? Mit Flicky, Schleimi und Benni. Ah, okay. Genau. Ja, gut. Da habe ich noch eine weitere Frage von einem Ex-Teamkollegen von dir, von Erik Schuranov. Hast du einen neuen Saunapartner gefunden? Ja, ich bin mit Schura tatsächlich sehr gerne in die Sauna gegangen, als Regeneration nach dem Training. Aber das sind immer noch eine dabei. Walle ist auch immer gerne gesehen in der Sauna. Oder wer ist noch immer dabei? Vecchi geht auch immer ganz gerne in die Sauna. Thailand. Also gibt es schon noch ein paar, die sich da angeschlossen haben. Dann kommen wir jetzt zu euren Fragen. Eine Frage war noch, bestes Spiel, was du spielen durftest? Wahrscheinlich dein persönlich bestes. Mein persönlich bestes Spiel? Puh. Muss ich kurz überlegen. Ich habe eins im Kopf gegen Darmstadt, glaube ich. Ja, das war ein gutes Spiel. Ich würde jetzt auch gegen Rostock, war auch ein cooles Spiel. Aber war jetzt nicht mein bestes. Das zweite war ein sehr schönes Tor. Das erste war über die Linie gestochert. War auch ein gutes Spiel, was mir jetzt kurzfristig einfällt. Aber müsste ich jetzt lange blättern, also um da jetzt mein perfektes Spiel, habe ich jetzt kein einzelnes, glaube ich, so was mir jetzt
gerade spontan einfällt. Okay. Nächste Frage. Welchen Beruf hättest du gemacht, wenn Fußball nicht geklappt hätte? Das ist eine sehr gute Frage. Es wäre auf jeden Fall irgendwas mit Sport gewesen. Ich bin schon sehr sportbegeistert. Also ich verfolge auch sehr viele andere Sportarten. Sehr gerne Basketball, Tennis, vor allem um die zwei zu nennen. Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall was Sportliches geworden. Was genau, kann ich nicht sagen. Ich war schon so, dass ich schon immer seit klein auf Fußballprofi werden wollte und auch froh bin, dass ich es geschafft habe. Aber es wäre, wie gesagt, irgendwas Sportliches geworden, glaube ich. Die nächste Frage. War das Tor im Pokal Absicht? Ich denke mal, ist das zweite. Ja, ich habe die Frage echt oft bekommen. Also ich wollte ihn ins lange Eck reinheben, dass er natürlich so schön reinfällt. Das spielt immer ein bisschen Glück eine Rolle, aber ich wollte es auf jeden Fall so, ja. Ja, okay, gut. Muss auch sagen, klar. Ja, auf jeden Fall. Die vorletzte Frage. Bester Trikottausch von dir? Bester Trikottausch, ja. Also war mit meinem Freund Jo. Kimmich. Gegen Bayern, genau. Wann war das? Welches Jahr? Das war tatsächlich bei einem Testspiel, glaube ich, als die hier waren, wo wir die 4-2 oder 4-1 weggehauen haben. Das war 5-1, glaube ich. 5-1 sogar, genau. Ja. Genau, da haben die natürlich nur in der ersten Halbzeit mit der vollen Garde gespielt und dann mit der zweiten Halbzeit war es schon, glaube ich, eher mit vielen Zweitmannschaftsspielern, aber war auf jeden Fall ein schönes Spiel. Gut, du hast gerade schon über Joshua Kimmich geredet. Eine Frage war auch von euch da draußen gestellt, noch Kontakt zu Kimmich oder Gnabry? Ja, mit Jo habe ich schon gelegentlich noch Kontakt, jetzt nicht jede Woche, aber ich war jetzt auch ein paar Mal schon in München. Und dann ist auch der Jo ist halt mit dem Serge auch sehr, sehr gut befreundet. Und da ist er dann auch öfter mal da, wenn ich bei ihm war. Ich bin froh. Also Jo ist sehr bodenständig geblieben. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich mit der Karriere, was er geleistet hat. Und da bin ich aber froh, dass sowas einen Mensch nicht verändert. Ja. Genau. Sehr gut. Dann war es das mit euren Fragen. Ich hoffe, ihr seid mit den Antworten zufrieden. Und jetzt kommen wir zum Spiel. So Felix, fangen wir an. Der erste Themenbereich. Nenne alle bereits qualifizierten Teams für die EM 2024. Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz, Frankreich, Holland, Österreich, Albanien, Kroatien, Serbien, Spanien, Portugal, Belgien. Der zweite Themenbereich, nenne alle Clubtrainer seit 2000. Okay, Damir Kanadi, Jens Keller, Michael Wiesinger, Robert Klaus, Fiello, Dieter Hecking zweimal, Michael Wiesinger habe ich schon gesagt, Klaus Augenthaler, Michael Oenning. Der letzte Themenbereich, nenne alle Länder, die Teil der EU sind. Okay, Dänemark, Schweden, Deutschland, Polen, Spanien, Portugal, Italien, Holland, Belgien, Litauen, Slowakei, Slowenien, stimmen die alle? Ja, Felix, du hast da echt brutal abgeliefert jetzt. Hat's dir Spaß gemacht in der Clubcouch? Ja, ich glaube, ich war gar nicht so schlecht. Mal gucken, ob es für den ersten Platz reicht. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das freut mich sehr zu hören. Ja, wenn ihr euch fragt, wo es den Hoodie gibt, dann wo gibt's den? Ja, Felix, gut, dass du fragst. Den Hoodie gibt's im Clubhaus in der Innenstadt oder im Service Center am Stadion oder eben auch im Onlineshop vom Club. Also Clubfans, schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Und dann sehen wir uns am Sonntag gegen Elversberg. Felix, du bist bereit? Yes. Sehr gut. Dann Clubfans, war's jetzt mit der Clubcoach für heute. Servus. Ciao.